Hi Leute. So, ich habe heute einen Luca bei mir. Richtig, ja. Ja, und ich freue mich ganz besonders aufs Interview heute, weil ja, es ist wirklich ein Thema, wo viele betrifft, wo ich auch immer wieder festgestellt habe in der Zusammenarbeit, so das Thema Haut, gerade wenn man den Körper entgiftet, es ist halt einfach so viel möglich und oft denkt man da irgendwie, es ist vielleicht gar nichts möglich und denkt, man muss sein Leben lang irgendwelche Medikamente oder Cortisoncreme oder sonst was nehmen. Ja. Und bei Luca war es nämlich auch so. Habe ich durchgemacht, ja, die Geschichte. Also Luca, vielleicht magst du selber auch erzählen. Du bist ja damals, wann hat denn das begonnen, deine Hautgeschichte? Mhm. Genau, kann ich gerne was darüber sagen, ja. Also auch danke, Tobi, dass ich dabei sein kann. Freut mich auch, über das Thema auch zu erzählen, weil ich glaube, es betrifft wirklich viele. Ja. Und ich kann gerne auch von meinen Erfahrungen berichten. Bei mir hat es das damals mit der Haut, ich hatte immer super Haut, hatte nie irgendwas, bis ich so 15, 16 Jahre alt wurde. Da kam das ganze Thema eben ja, mit viel Alkohol zum ersten Mal auf, ja. Und auch so das Essen ging so Richtung Fast Food und man hat natürlich viele Sachen ausprobiert. Und mit 16 hat es dann angefangen, es wurde richtig schlimm. Also ich habe richtig viele Pickel im Gesicht ja. bekommen. Es waren bei mir also meistens Pickel. Pubertät dann auch. Genau, und dann hieß es, ja, das ist Pubertät, das ist normal, das, ja. das geht dann auch, das geht dann, da muss man durch, dann geht das wieder weg. Und da habe ich gedacht, ja cool, aber es ging eben nicht weg. Es hat mich so ein halbes Jahr begleitet und es hat wirklich, also mein Selbstbewusstsein ist nach unten gegangen. Auch so mein Selbstwert. Ich habe mich einfach nicht mehr so wohl gefühlt ja. und bin dann zum Hautarzt gegangen, mhm. weil genau auf Anraten meiner Eltern bin ich zum Hautarzt gegangen und der hat sich das dann angeschaut, er hat gesagt, okay, hat mir Pillen verschrieben ja. Ja, und ich so gut, ich wusste damals noch nichts so über Gesundheit ja. oder ich wollte einfach schnell eine Lösung, hat mir dann Pillen verschrieben und die haben auch richtig gewirkt, also die haben sowas von gut gewirkt. Meine Haut wurde danach wieder lupenrein, ja. super klar. Es gab keine Probleme mehr. Und ich war glücklich. Also ich dachte so, das Problem ist beseitigt. Ja. So. Und als ich dann, also das ging dann super gut, bis ich 18, 19 wurde. Und dann hat es... 3 Jahre im Grunde, ne? Ja. Von 15 bis 18, so okay. War alles wieder perfekt. Ja, was hast du da genommen? Das war Isotretinoin. Das, okay. das ist das Standardmedikament bei starker ja. Akne. Ja. Ja, ist so ein Vitamin A-Komplex, der dafür sorgen soll, dass die Teigdrüsen zugehen. Ja. Bei mir hat es angeschlagen. Das geht halt dazu und dann. Ja, genau, ja. Ist zugegangen und es kam nichts mehr übers Gesicht zumindest. Genau, und mit 18, 19 hat es dann angefangen, dass es wieder zurückkam. Erst ja. langsam und dann immer stärker, stärker, stärker. Und ich habe mir gedacht, was ist denn jetzt los? Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und ja, das hat sich dann so gesteigert, dass es so schlimm wurde, dass ich die Medikamente wieder genommen habe mhm. und ich habe mir den Beipackzettel diesmal aber durchgelesen, ja. weil ich wissen wollte, was für Nebenwirkungen denn ja. solche Medikamente haben und wo ich dann gelesen habe, dass man das Schwangeren nicht geben sollte, dass man das eigentlich kleinen Kindern nicht geben sollte, weil sie daran sterben können, da habe ich zum ersten Mal gedacht, so wow, was habe ich eigentlich getan, was nehme ich da gerade ja. und das war so der Auslöser und ich habe dann gedacht, das kann nicht sein, ich kann doch jetzt nicht medikamentenabhängig sein. Ich war 18, 19 Jahre, ich war topfit, ja. Aber meine Haut war so schlecht und ich habe gedacht, das kann doch jetzt nicht sein. Und dann, ja, dann habe ich angefangen nach alternativen Möglichkeiten zu suchen, weg von den Medikamenten, die wollte ich nicht mehr nehmen, weil ich dadurch auch Depressionen gekriegt habe, also so richtig depressive Phasen, weil das auch im Gehirn wohl irgendwie angeschlagen hat und dann kann man da Stimmungsschwankungen kriegen und so. Ja. Und ich wollte das nicht mehr, auf keinen Fall. Und dann habe ich mich, dann habe ich in Blogs gesucht, auf YouTube gesucht, was man denn machen kann. Es war eigentlich nur hautbezogen am Anfang. Ja. Und dann bin ich auf so einen Blog gestoßen von jemandem, der hat gesagt, ja, Fasten hat ihm geholfen und Einläufe. Und ich wusste ja noch gar nicht, was das ist. Ja. Ja. Und ich habe gedacht, so was für ein Spinner, das kann nicht wahr sein, was ja. er da erzählt. Und dann ging es los mit der Ernährung. Also ich habe dann wirklich feststellen können, mit manchen Lebensmitteln ist meine Haut schlechter geworden. Mhm. Viel schlechter. Schon am nächsten Tag hätte ich drauf wetten können, ja. dass es schlechter wurde. Und es war dann auch wirklich so. Also um ein paar Beispiele zu nennen, so Alkohol war mit so das Allerschlimmste ja. für die Haut. Fleisch,
jegliche Arten von Fleisch. Das hat bei mir keinen Unterschied gemacht, ob ich Biofleisch oder normales Fleisch gegessen habe. Eier war ganz schlimm und alle Milchprodukte. Milchprodukte von Milch über Käse. Und da habe ich dann diese Sachen weggelassen, weil ich einfach so gemerkt habe, es tut mir nicht gut. Also es, warum soll ich das weitermachen, wenn es mir nicht gut tut? Und das ging dann auch zu Gebäck über, alles Brot, Brezeln. Habe ich geliebt früher, aber ich habe gemerkt, so wie es mir schlecht getan hat. Und so hat diese Spirale langsam angefangen, dass ich mich in diese Richtung eben auch beschäftigt habe. Ja. Hattest du da Gluten dann bewusst auch so weggelassen? Gluten, ja. Oder? Das hat mit Gluten angefangen. Ja. Genau, aber ich habe dann auch glutenfreie Produkte auch probiert. Aber da war es auch schon oft so, dass es auch nicht so gut war. Ja. Ich habe das dann wirklich systematisch immer reduziert. Aber ich habe noch nicht so diese Richtung dann gefunden, die ich einschlagen will. Also ich wusste so, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Aber ich war mir nicht sicher, in was für eine Richtung ich mich überhaupt bewege. Ja. Und dann bin ich irgendwann in YouTube auf Leute gestoßen, die sich von Rohkost ernährt haben. Das war so der erste Schritt. Haben viele berichtet, dass Rohkost ihre Haut halt so schlagartig verbessert hat. Das war für mich dann auch so. Vegan bin ich dann ganz schnell geworden. Ich wollte nicht mehr zurück, weil ich einfach diesen Kompromiss nicht mehr eingehen wollte. Und von vegan bin ich dann innerhalb von einem Jahr in die Rohkostrichtung gesprungen. Da war ich dann so 2021. Und genau, dann wurde es auch wirklich schlagartig besser. Also ich konnte wirklich so Monat für Monat, diese Entzündungsherde sind immer weiter zurückgegangen. Ja. Ich habe nicht von 100% Rohkost gelebt, das ging auch einfach zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, weil die Entgiftung wurde dann bei mir auch viel zu heftig. Und meine Haut hat sich dann wirklich schlagartig verbessert, auch ganz ohne Medikamente. Und das ist ja auch in meiner Familie so ein bisschen gewesen. Also meine Familie hat alle Neurodermitis, Schuppenflechte, sehr anfällig dafür. Okay. Genau, schon so dieses Genetische vielleicht so ein bisschen. Aber dieses Gefühl dann zu haben, dass man selber wieder so diese Macht darüber hat, wie man ausschaut oder wie gesund die Haut ist, das war wirklich so augenöffnend für mich. Und dann hat dieser ganze Prozess bei mir eigentlich erst begonnen. Also das war so der erste Schritt aus diesem Schmerz raus. Ja. Genau. Und von wann war das dann war das jetzt mit 19, wo du da alles... Genau, mit 19, 20 bin ich so in die Richtung Rohkost zum ersten Mal, veganen Rohkost gegangen. Und jetzt bin ich 23, jetzt ist eigentlich so Rohkost so an die 100%. Also ganz entspannt, ich mache das jetzt nicht irgendwie, weil ich jetzt so zwanghaft Rohkost machen will, aber einfach, weil es sich einfach am besten anfühlt und weil ich auch damit am besten lebe. Ja. Genau. Und was ab und zu noch auftritt, sind bei mir solche Schübe. Also man kennt das auch, wenn man zum Beispiel Neurodermitis hat, dann kann das perfekt abheilen in manchen Zeiten und dann kommt das so schubweise über eine Woche, kommt wieder ganz viel raus. Und so ist das auch bei mir gewesen. Diese ersten Anzeichen eben von so Schuppenflechte und so, die kommen ab und zu mal so einmal im Monat vielleicht, so 3-4 Tage, kommt das richtig stark raus und dann verschwindet es aber auch wieder und dann ist es auch wieder gut. Und das konnte ich jetzt beobachten in letzter Zeit. Genau, das war eigentlich so diese Story, die ich gemacht habe. Und ja, natürlich mit Sport, das ist auch noch so ein interessanter, ganz interessanter Aspekt, weil ich am Anfang so mit 19, 20 konnte ich keinen Sport mehr machen. Also durch das, dass ich so viel in die Ernährung investiert habe mit Rohkost, da ist mein Energielevel eben also richtig nach unten gegangen. Ich habe 10 Stunden am Tag geschlafen, ich war müde und schlapp, ich konnte einfach keinen Sport machen und meine Haut wurde immer besser, aber ich habe gewusst, so in mir drin muss noch viel mehr davon sein, was nach außen kommen will. Und dieses Jahr habe ich eigentlich wieder richtig angefangen mit Sport, auch mit viel Yoga. Und da konnte man auch zuschauen, wie die Haut nur durch Yoga so stark beeinflusst wird, dass da so viel wieder nach außen kommt, dass das also einfach rauskommt aus dem Körper. Ja. Und das ist richtig schön zu sehen, dass man selber wieder so diese Möglichkeiten hat, das auszuleiten. Ja, ich finde, Bewegung war für mich auch so ein Riesenschlüssel nochmal. Also ich habe mich eh immer viel bewegt und so. Aber es ist halt wirklich oft, wenn der Körper mehr im Fluss ist, ist es wie halt, wenn du, sonst hast du einen See, da tust du ein bisschen Salz rein. So, der See ist halt sofort versalzen. Ja. Und wenn du im Fluss bist, der Körper, Kreislauf, alles in Schwung ist, dann ist es halt wie auch bei einem Fluss. Wenn du die gleiche Menge Salz in den Fluss tust, anstatt in den See, so, das macht dem gar nichts, es ist halt im Fluss. So, da ist viel mehr... Das ist eine Bewegung, ja. Genau, viel mehr Bewegung, viel mehr Durchfluss. Und im See ist es halt stagniert und sofort versalzen. So. Und es ist halt super wichtig, gerade bei der Haut. Und bei der Haut finde ich, das ist halt auch immer... Was ich halt gemerkt habe, so Haut ist so das Erste, wo man irgendwie die besten und sichtbarsten Ergebnisse irgendwie hat, weil es halt, die Haut reagiert halt ziemlich
schnell so. Alles, was so ein bisschen tiefer im Gewebe ist oder andere Krankheiten, das ist halt ein bisschen ja, ein längerer Prozess so, aber Haut merkt man halt mit der Ernährung sofort und gleichzeitig halt mit Sport und Bewegung, ja. Und man sieht auch sofort meistens, was tut einem eben gut und was tut einem nicht gut, bezogen auf die Haut. Ja. Weil sie reagiert meistens als erstes. Genau. Ja, und das war für mich so eine ganz gute Richtungsweisung immer, in welche Richtung man gehen sollte. Schon. Und ja, ich hatte nämlich auch mit Tina eben, die ist auch in der Zusammenarbeit gewesen eben und noch. Und mit ihr hatte ich auch ein Video aufgenommen und bei ihr war es eben sogar, sie hat halt über 20 Jahre Cortisoncreme verwendet und dann halt wirklich ein komplettes Jahr halt aufgehört und genau, hat dann halt wirklich geschaut, dass sie den Körper gut unterstützen kann, so beim Ausleiten. Und es war halt richtig cool, so sie konnte halt dann auch wirklich so wieder die Hände schmerzfrei bewegen einfach, ja, ohne dass alles wehtut. Und das konnte sie über die 20 Jahre selbst mit Cortisoncreme und so nicht, wo halt immer dann irgendwie die Schmerzen einfach mehr da waren. Und ja, wenn man den Körper halt gut dabei unterstützt, so. Bei ihr waren es halt auch hauptsächlich noch Basenbäder dazu machen, dass das Ganze gut ausgeleitet wird. Ja. Ja. Einläufe haben mir auch stark geholfen bei sowas. Ja. Ja, bei diesen Ausleitungen. Also ich habe es dann auch gemerkt, immer wenn ich starken Kopfweh bekommen habe, das war am Anfang wirklich wöchentlich, mindestens mehrmals. Ja. Dann habe ich immer gewusst, okay, vielleicht sollte ich wieder entspannen und langsam machen. Einläufe haben das dann ganz gut immer unterstützt, auch für die Haut. Also entlastet man das einfach. Ja, voll gut. Und jetzt ist es dann so, wir blenden auch mal Vorher-Nachher-Bild ein. Das ist ganz interessant. Ja, es ist halt wirklich krass und man merkt halt einfach so, wenn nochmal Schübe kommen, oder wie ist es für dich so vom Gefühl her, der Rest der Haut ist ja dann noch besser, so dann kommen halt mal Schübe so ein bisschen, aber ich habe auch die Haut. Ich hatte nie irgendwas woanders, immer nur im Gesicht. Das war das Einzige bei mir. Meine Stirn war vor allem immer richtig betroffen. Aber wenn jetzt so ein Schub kommt, erstens heilt das viel schneller ab. Also es kommen 2-3 Tage und dann heilt das nach 3-4 Tagen, heilt das dann wieder stark ab und ist schon fast wieder verschwunden. Aber ich merke einfach auch noch, ich habe so das Gefühl, dass da noch sehr viel sitzt, was nach außen, also was raus möchte einfach. Und gerade durch diese Bewegung und wenn man viel in der frischen Luft ist und in der Natur, ich glaube, dann setzt man diesen Prozess einfach in Gang, dass das alles rauskommt über die Zeit. Ja. Und wenn ich mal so überlege, so 5-6 Jahre lang so schlechte Ernährung und schlechte Gewohnheiten, dauert einfach auch so seinen Prozess, bis das eben alles rauskommt. Also ich mache mir da auch keinen Stress mehr. Früher habe ich mir dann immer Stress gemacht, warum kommt das jetzt schon wieder und was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Aber heute habe ich einfach so dieses Gefühl, dass ich die Gewissheit habe, so dass ich in die richtige Richtung gehe und dass es halt nur eine Frage der Zeit ist, bis es halt letztendlich aufgeklärt ist. Ja. Und was war für dich so am Anfang der ausschlaggebende Punkt? Weil das ist da, denke ich, auch für jeden interessant, der das jetzt auch anschaut, gerade wenn man irgendwie selber Hautprobleme hat. So, was war der ausschlaggebende Punkt so für dich, wo du sagst, wo du gemerkt hast, okay, jetzt möchte ich auch mal was anderes ausprobieren, weil das andere, okay, es verdrängt vielleicht mal kurz, die Symptome sind mal kurz weg, aber so die Ursache, so wirklich an die Ursache zu gehen, was hat für dich so Klick gemacht, wo du gemerkt hast, war das auch die Momente, wo du irgendwie dann Videos gesehen hast, wo jemand irgendwie erzählt hat, okay, er hatte halt die Veränderungen mit Fasten. Ja. Oder was war da so? Hast du irgendwie ein Buch gelesen dann? Oder was war so eine ausschlaggebende Aussage vielleicht, die dir irgendwie im Kopf hängen geblieben ist? Das waren eigentlich zwei Sachen. Also zum einen mal, ich habe diese Linie gezogen, dass ich keine Medikamente mehr nehmen wollte. Und dann stand für mich fest, ich muss einen anderen Weg finden. Ja. Und ich war auch überzeugt, dass es einen anderen Weg geben muss, der natürlicher und auch gesundheitlich besser ist. Ja. Und ich habe dann wirklich im Internet viel recherchiert. Ich habe also mindestens 3-4 Monate investiert. Die Bücher von Markus Rothkranz habe ich dann gelesen. Okay. Ja. Und irgendwann bin ich auch auf Arnold Ehret gestoßen, also seine Bücher. Und da wurde mir so vieles wirklich vor Augen geführt, was ich nicht verstanden hatte mit der schleimfreien Heilkost. Und ich bin dann auf die Rohkostszene in YouTube gestoßen, anfangs zu Silke Leopold und aber dann auch ziemlich schnell auf dich. Ja. Und wo du dann das nochmal in deinen Videos, auch in deinen älteren Videos, wo du das erklärst, auch dieses Prinzip einfach auch, wie die Haut damit zusammenhängt, das war für mich einfach so, es hat sich so stimmig angefühlt und ich habe es einfach verstanden und ich wollte das unbedingt ausprobieren und probiere das, also bin davon nicht abgelenkt. Cool. Ja, das waren eigentlich so diese Faktoren.
Und man kann es ja eben auch, also wenn du das Video schaust, so, man kann es ganz einfach ausprobieren selber, auch sehen. Also man muss halt das ganze Hintergrundwissen natürlich dann haben, so wissen, wie der ganze Prozess abläuft, was ist dann wirklich die Ursache und wann bekämpft man halt Symptome. Ne? Wann streicht man einfach die Fassade von einem Haus ja. an, das halt eigentlich am Zusammenbröckeln ist. So, und unten drunter ist ja, das Mauerwerk schon ganz kaputt. So. Und wie kann man das halt wieder regenerieren? So muss man halt die Ursachen dann wirklich kennen. Aber wenn man dann halt mal ausprobiert, so andere Lebensmittel isst, man merkt nach 2-3 Tagen schon, dass die Haut anders reagiert und anders ist. Ne? Wenn man zum Beispiel mal ein paar Tage einfach nur, ja, beim Fasten sowieso, merkt man sofort, wie die Haut wieder besser wird. Aber auch wenn man mal ein paar Tage leichter isst, so würde ich niemals über einen längeren Zeitraum dann auch direkt empfehlen, weil das ist halt wirklich ein Prozess, der sehr individuell ist. So kann man sehr viel mit auslösen. Ja. Bin ich viel zu schnell irgendwie in eine Ernährungsumstellung rein. Man muss da schon echt wissen, was man macht. Sonst am Anfang fühlt man sich besser, aber dann über 2, 3, 4 Monate muss man schon wissen, was man macht und wie die Ernährung auch im Gleichgewicht ist. Sonst ja, ist diese anfängliche Euphorie, genau, und dann kann man sich sehr schaden. So die Entgiftungsorgane sind überfordert, so Leber, Niere leiden drunter oder dann halt, wenn man sehr stark in eine früchtebasierte oder auch einfach stark in eine nicht ausgewogene Rohkost reingeht, dass die Zähne drunter leiden und so weiter. Ja. Ja, da muss man dann schon aufpassen, aber wenn man mal so ein paar Tage ausprobiert, dann kann man auch schon merken, wie die Haut reagiert. Wenn man mal ein paar Tage eben fastet oder ein paar Tage einfach nur Salate isst oder so, als Reinigungsphase, so muss ich immer dazu sagen, so, weil es ist nicht kein dauerhaftes Ding, aber als Reinigungsphase in den Fasten oder mal ein paar Tage eben Salate, ein paar Tage irgendwelche reifen Früchte zum Beispiel, die nicht überzüchtet sind, genau, dann sieht man halt auch schon, wie die Haut reagiert und wie die Haut ja. innerhalb von ein paar Tagen bis zu einer Woche ja, ganz anders ist. Und geht super schnell. Ja. Ja. Was mir damals auch noch geholfen hat in diesem ganzen Prozess, war einfach auch der Kontakt mit dir. Also ich bin ja dann irgendwann so ein bisschen auch auf dich zugegangen, weil ich einfach so viele Fragen hatte und ich wusste ja. einfach nicht, wohin damit. Und ich dachte einfach so, ich wende mich einfach direkt ja. an dich. Wir hatten so ein bisschen geschrieben ja. immer, ne? Ja, du konntest mir da auch immer weiterhelfen, wenn ich irgendwo an sowas stand. Weil gerade wie du auch gesagt hast, wenn man zum Beispiel eine Zeit lang nur Früchte isst, dann stößt man irgendwann an so einen Punkt, wo man sich hinterfragt, ob man überhaupt noch in die richtige Richtung geht. Ja. Weil es geht einem einfach nicht mehr gut. Und das habe ich schon alles durchgelebt, das hast du auch durchlebt. Ja. Und man muss da auch wissen, was man macht, ja. weil es halt wirklich so ist, nur Früchte essen, es geht halt nicht. Ich habe auch echt keinen kennengelernt, wo es irgendwie so, gerade in dem Raum oder mit dem, was einem normalerweise geboten wird. Und wenn man, vor allem wenn man von jetzt auf gleich da reingeht, kenne ich niemanden, der da irgendwie gute Erfahrungen mitgemacht mhm. hat. Ja. Ja, in den Tropen, wenn man selbst anbaut und in kleinen Mengen irgendwie nur Früchte isst und so, mag das vielleicht möglich sein, so Lauren Lockman macht das auch, aber wenn man da irgendwie größere Mengen Früchte am Tag isst, so kiloweise, kenne ich keinen, wo das irgendwie, kann man vielleicht mal als Reinigungsphase machen, ja. aber nicht, ja. Dieses Dauerhafte ist dann ja. doch nochmal ein Unterschied, wie lange man das dann auch macht. Ja. Genau. Und mit der Haut ist es ja genau das Gleiche eben, dass man dann dauerhaft die Haut auch besser wird. Dazu muss man halt dann wirklich schon wissen, okay, wie entwickelt man wieder das Körpergefühl? Wie kann man wirklich das dauerhaft sich erzeugen? Ja. So kurz zu erzeugen ist halt immer ja, nicht so das Problem. Da kann man sich auch mal einfach was aufzwingen, aber dann wirklich das Körpergefühl langfristig zu entwickeln und zu einer dauerhaften Gesundheit zu kommen, ist halt schon nochmal ein anderer Prozess, wo man... Genau. Ja. Also es macht einen Unterschied, ob man es 1 Monat macht oder eben 5 Jahre auf jeden ja, Fall. Schon. Ja. Und du hattest dann auch, genau, und wir haben ja dann immer so ein bisschen geschrieben mhm. und jetzt, genau, Luca hatte dann ja eben auch ja, mit dem Team so angefangen ja. und im Moment macht er auch, kann auch passieren, wenn ihr euch für ein Erstgespräch eintragt, so, dass ihr ein Vorgespräch nochmal mit Luca habt. Genau. Jetzt habt ihr nochmal kennengelernt, falls ihr sogar ja. schon mit ihm gesprochen habt oder noch mit ihm sprecht. So. Das hast du jetzt auch schon seit, boah, es sind ja auch schon ein paar Monate oder ein halbes ja. Jahr. Also ja, halbes Jahr. Halbes Jahr, genau. Ja. Ja. ja, das ist auch richtig cool. Und ja, mit Haut ist es halt wirklich so, ich bin echt gespannt so. Aber es hilft wirklich am schnellsten... Also gerade wenn man halt den Körper entgiftet, ist so die Haut, wie gesagt, das Erste, was halt eigentlich immer reagiert. So. Ja. ja, das andere hilft grundsätzlich natürlich,
das Körperhaus mit einem anderen Material aufzubauen. So. Aber Haut ist halt so die erste Schicht, wo irgendwie reagiert. Gerade halt genau Neurodermitis, Akne, sei es, dass die Haut einfach unrein ist oder dass halt genau ja, Asthma, Allergien und so, da reagiert der Körper auch noch ziemlich schnell. So, wo ich zumindest Leute kenne, wo es genau ziemlich schnell reagiert hat. Einfach nur so die eigenen Erfahrungswerte, wo ich jetzt damit habe, eben. Genau. Und das ist halt, also wenn du da selber irgendwie Probleme hast, dann ja, probier das mal mit den Tagen aus. So. Schau dich gerne nochmal hier auf YouTube um. Oder eben, ja, wenn wir einfach gemeinsam mal schauen wollen, dann trag dich auch gerne für ein kostenloses Erstgespräch ein. Genau. Und dann kannst du erst mit Luca und dann mit mir sprechen. So. Und ja, so abschließend, was würdest du noch jemandem auf den Weg geben? Ja, was wäre halt, wenn du Hautprobleme eben hast oder damit kämpfst und was wären so die Dinge, wo du sagen würdest, das würdest du immer noch mitgeben? Ja, also gerade bei Hautproblemen ist es so, ich habe das alles selber durchlebt, ich weiß, wie es sich anfühlt, aber es ist wirklich niemand dazu irgendwie bestraft, die ganze Zeit damit zu leben oder sich dem ausgeliefert zu fühlen. Es ist wirklich so, du hast das selber in der Hand. Du triffst da Entscheidungen jeden Tag für deine Haut, dass sie besser wird oder schlechter. Und ja, so dieses bewusste sich entscheiden für seine Haut oder dagegen, das muss wirklich so in den Fokus rücken. Ja, schon, dieses, und man, genau, man hat es ja vorher nicht bewusst gemacht. Ja. Es ist ja, man wächst auf, man lebt halt, wie man so lebt in einer ja, westlichen Zivilisation, in Europa, wie man halt so aufwächst. Man hat so seine Gewohnheiten, man hat so seine Glaubenssätze und man ernährt sich, wie man sich halt ernährt, ganz Hinterfragt das nicht. konventionell, Ja. genau. Alles, was halt im Supermarkt ist und Hausmannskost und so weiter, ist halt alles standardmäßig und auch von der Bewegung her, wie man lebt und von der frischen Luft her, wie man sich bewegt, wächst man halt so auf. Mit den ganzen technischen Sachen natürlich auch. Und also diese Entscheidungen, die man eben unbewusst einfach halt erstmal übernimmt, ja, merkt man halt dann oft, okay, manche Sachen ist nicht alles schlecht oder so, das ist nie der Punkt. So, Ja. es ist immer nur, wie bewusst geht man mit was um und was hat was für eine Auswirkung. Und dann kann man halt auch sehen, genau, wie gesagt, mit der Ernährung halt, hat einen riesen Einfluss, Bewegung. Da kann man ruhig auch auf seine Erfahrungen vertrauen. Also mir hat das zum Beispiel geholfen, gegen mein ganzes Umfeld, die haben alle gesagt, das ist zum Beispiel Pubertät, es muss 2 Jahre bleibt das mindestens, aber schon damals habe ich gedacht, so das kann nicht sein. Und dass man wirklich sich auch traut, manche Sachen zu hinterfragen und auch den Mut zu haben. Und gerade wenn man auch dann dieses Thema Entgiften und vielleicht auch auf die Ernährung schaut, dass man sich auch da einfach umschaut nach Leuten, die einem da helfen können. Weil man kann wirklich so viele Sachen falsch machen und es muss nicht jeder immer diese klassischen Fehler durchlaufen, sondern dass man einfach jemanden hat, dem man vertrauen kann und auch an den man sich wenden kann, wenn man mal wieder vor so einer Blockade ist oder wenn halt mal wieder, zum Beispiel, wenn man wieder einen Schub kriegt, dass es einfach die Haut viel schlechter wird, dass man da auch einfach nicht die Richtung verliert. Ja, und man halt auch wirklich wissen, weil es muss halt auch nicht immer unbedingt nur an, also es muss nicht immer nur an der Entgiftung liegen, so dass es gerade schlechter wird. Und man muss da eben halt auch schon wissen, was man macht. Also weil es halt oft schwer einzuordnen ist. Ist es jetzt ein Symptom, weil von alten Sachen und es reinigt sich gerade? Oder ist es halt einfach was, wo man mit der Ernährung nicht im Gleichgewicht ist? Und das ist wirklich halt schwer zu differenzieren manchmal. Und da muss man halt wirklich genau hinschauen, so was macht man? Und oft ist es halt auch einfach ein Zahnrad, wo irgendwie im Motor fehlt. So, man hat irgendwie einen 500 PS Motor, aber man bringt es halt irgendwie nicht auf die Straße, weil es ein so ein, diese blinden Flecken, wo man halt oft selber hat, so ist halt ein Punkt oft, wo man halt merkt, okay, gerade wenn man in irgendwie Ernährungsrichtung geht oder Rohkost, sieht man ja oft, oder man wird dann oft, neigt dazu auch irgendwie dogmatisch und dann nur auf Ernährung zu schauen, aber manchmal ist es halt dann auch so, okay. Man hat so Beispiele, wo jemand zum Beispiel dann, ja, ach, und ich rauche dann noch. So, ja, Ja. okay. So, wirklich zu schauen, nicht nur auf eins zu fokussieren, es ist halt immer ein Gesamtsystem. So, wie lebt man ansonsten auch, selbst wenn man Rohkost isst oder gesünder isst, was isst man, wenn man nur Fett isst und sich überisst und nicht das Körpergefühl hat, dann
ja, ist das auch wieder kontraproduktiv. Man muss halt dann auch wirklich immer genau schauen, okay, wo hakt es jetzt so, wo entsteht da irgendwie die Reibung im System, ja, was ist der Punkt. Das ist wirklich essentiell, ja. Weil halt jeder auch so individuell ist und auch seine eigenen Schwierigkeiten hat und auch seinen eigenen Körper reagiert ja auch dementsprechend immer anders drauf. Genau. Und manchmal ist es halt wirklich nur ein Punkt so. Und manchmal ist es dann so, man versteift sich so auf eine Sache wie nur die Ernährung, was natürlich ein Riesenfaktor ist. Ja. Aber wenn ein anderer Punkt vielleicht genau das ist, dieses fehlende Zahnrad, das die PS irgendwie auf die Straße bringt, ja, dann ist es halt nur das Zahnrad hinmachen. Ja, dann brauche ich nicht überlegen, wie kann ich den Motor noch besser optimieren. Wenn dieses Zahnrad fehlt, das eine, dann ja. Läuft das nicht so, ja. Genau, also immer dieses Gesamtsystem beachten, wirklich zu schauen, okay, was sind die verschiedenen Punkte, was sind die verschiedenen Einflüsse. Ja, genau. Und wenn euch, ja, wenn euch das Video gefallen hat und ihr da noch genauere Fragen habt, kommentiert gerne unten drunter. Wenn ihr selber mit der Haut auch Erfahrungen gemacht habt, lasst da auch mal einen Kommentar da und erzählt mal eure Erfahrungen. Was habt ihr bei einer Ernährungsumstellung und so weiter für Erfahrungen mit der Haut gemacht? Oder habt ihr, seid ihr jetzt vielleicht auch das erste Mal auf das Video gestoßen und habt gemerkt, okay, vorher irgendwie mit Medikamenten viel ausprobiert, aber langfristig vielleicht keinen Erfolg gehabt, trotzdem am Verzweifeln irgendwie gewesen, weil es dann vielleicht kurzfristig gewirkt hat, aber langfristig immer wieder die Probleme halt gekommen sind. Genau, schreibt da gerne mal drunter, würde mich brennend interessieren, was ihr da halt wirklich für Erfahrungen gemacht habt. Und es ist ja auch immer für alle anderen schön zu lesen, so wenn man selber eben an dem Punkt war und sieht, okay, nicht nur irgendwie Luca oder noch zig andere haben die Erfahrungen irgendwie gemacht. Wie gesagt, Tina, schaut euch das Video auch unbedingt mal an, wenn euch dieses Thema Haut wirklich explizit selbst betrifft. Genau. Und ja, dann freue ich mich, von euch zu lesen. Ja. Und wenn ihr auch, wie gesagt, noch Fragen an Luca habt oder so, dann können wir gerne auch nochmal ein Video irgendwie machen, wenn es irgendwie noch was Expliziteres irgendwie in Richtung Haut. Und ja, ansonsten euch noch einen wunderschönen Tag und bis dann. Ciao. Ciao.